Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Apartment-Bauvideo in Sims 4. Wir gestalten heute ein Apartment für meine Sims 4-Version von Violet und Armin aus dem Moonlight Let's Play in Sims 3. Also da habe ich den Haushalt von Violet und Armin Mason und der Katze Cleopatra in Sims 4 erstellt und die braucht natürlich auch noch ein passendes Grundstück, wo sie leben können, beziehungsweise in dem Fall hier eben ein Apartment. Auch in Sims 3 habe ich denen ja so eine Art Altbau-Wohnungskomplex gebaut, in dem sie halt eben eine Wohnung haben. Deswegen bietet sich das natürlich auch an, in Sims 4 eine Wohnung zu gestalten für die Sims. Und wir sind hier in den Landgrab-Apartments im Nobelviertel, genauer gesagt im Apartment 9, also XI, nee, das ist dann nicht Apartment 11, okay, das ist Apartment 11. Und meine römischen Zahlen kann ich auf jeden Fall. Und haben hier ein sehr großes Apartment. Ihr seht, es geht über zwei Etagen. Wir haben hier ziemlich genauso viele Räume auch wie in dem anderen Apartment, also in dem in Sims 3. Wir haben zwei Schlafzimmer. Davon ist eins eben das Schlafzimmer von Violet und Armin und das andere ist ein Gästezimmer. Wir haben einen Fitnessraum, drei Badezimmer. Ich glaube, das sind mehr als in Sims 3 in dem Haus von denen. Und dann einen sehr, sehr, sehr großen Gemeinschaftsraum, würde ich mal sagen. Also da ist eine Küche, Essbereich, Wohnzimmer. Ist wirklich ein sehr großer Raum quasi. Also fast der ganze untere Bereich ist ein Raum. Wir haben dann noch das Büro und eins der drei Badezimmer in der unteren Etage. Aber ja, der Großteil der unteren Etage ist tatsächlich komplett offen. Das ist ein sehr großer Raum und eignet sich einfach super für Partys. Deswegen ist er einerseits natürlich sehr, sehr offen und es fiel mir ein bisschen schwer, den einzuteilen. Aber andererseits ist halt eben der wirklich super gut für Partys geeignet. Die Sims haben da wahnsinnig viel Platz. Hier seht ihr es. Sogar der Bereich zum Flur hin ist sehr offen. Also wirklich eine sehr, sehr offene Gestaltung. Im unteren Stockwerk und im oberen Stockwerk haben wir eben die Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eins halt eben nur für Violet und Armin und das andere ist ein Bad für das Gästeschlafzimmer, für den Fitnessraum, falls man halt da nicht erst noch durch den Flur gehen möchte. Oh nein, wie schlimm, einmal durch den Flur gehen, hat man da halt noch ein Badezimmer. Und natürlich sind sowohl das Gästezimmer als auch der Fitnessraum dafür gedacht, dass die beiden ja vielleicht mal Kinder haben möchten. Ist zumindest in Sims 3 geplant. Und ich habe sie ja versucht so nachzustellen und einfach in der Sims 4 Variante. Aber deren Wünsche, deren Ziele haben sich ja deswegen nicht geändert. Und deswegen habe ich diese beiden ja schon fast Platzhalterräume auch hier in diesem Apartment eingefügt. Auch wenn ich mir das so schwer vorstellen kann mit Kindern in diesem super schicken, aufgeräumten, polierten Apartment zu leben. Also, dann weiß ich nicht genau, wie schön das da so langfristig sein wird für die Sims. Aber hey, das suchen sie sich ja aus. Und wir haben hier ein sehr starkes Rot Farbthema. Also ich hätte gern auch irgendwie mehr so ein violett-rosa Farbthema gewählt, aber in Sims 4 kann man die Farben ja nicht frei wählen und so musste ich halt eben das wählen, was irgendwie von allen Sachen am besten passt und naja, rot gibt es irgendwie, fast jedes Objekt ist rot, während rosa, violett oder grün oder gelb oder blau, glaube ich, geht auch noch, aber ja, rot und blau sind so die Farben, die es irgendwie immer gibt. Und dann irgendwie gelb, grün, gerade irgendwie so ein schöner Grünton, wie ich ihn auch mag. Solche Sachen sind halt sehr schwierig leider, deswegen fällt es da so ein bisschen schwer, jede Farbkombination, wie man sie sich halt vorstellt, auch wirklich umzusetzen, auch in dem Stil, wie man will, auf die Art und Weise. Das ist oftmals sehr schwierig. Wir haben ja aber eine sehr weiße Küche. Wo wir dann eher mit so ein paar Akzenten arbeiten, denn ich habe hier auch viel mit Weiß gearbeitet. Wir haben ein sehr großes Apartment und durch Weiß wird es noch größer, also könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir hier einen sehr offenen, großen Raum haben. Ich habe hier diese Küche so in die Ecke gepackt, fand die Ecke eigentlich sehr gut für eine Küche
Und dann habe ich aber so ein bisschen rumprobiert, rumüberlegt, wie man das Ganze machen kann. Wir haben ja tatsächlich so eine kleine Inseltheke, so eine Küchentheke mit dem Waschbecken und mit ein paar Sitzmöglichkeiten. Was ich ganz süß finde, so irgendwie gegen das Fenster gerichtet, also gar nicht komplett in den Raum rein, aber ja, trotzdem ist es da und es ist irgendwie auch eine offenere und schönere Variante, das Waschbecken zu platzieren, das jetzt einfach so in der Wand zu haben, und außerdem sind da halt riesige Fenster. Da wollte ich zum einen weder irgendwie normal Theken hinpacken, so vors Fenster, bin ich irgendwie immer nicht so ein Fan von, und zum anderen ist auch nicht einfach komplett freilassen. So haben wir eben immerhin das Waschbecken da und noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Das ist doch eigentlich ganz cool. Ich glaube aber, dass ich das sogar noch ändere später. Ich glaube, dass die Inseltheke da noch so ein bisschen mehr in den Raum rein gelangt, dass wir das zu die Küche ein bisschen verkleinern und es ein bisschen mehr in den Rest des Raumes öffnen. Also ich hier noch so ein bisschen verändern werde. Genau, und hier kommen dann jetzt die großen roten Vorhänge, die wir über den ganzen großen Gemeinschaftsbereich hier hängen haben, die natürlich auch sehr stark dieses Rotthema mitbestimmen. Ich wünschte, das wäre irgendwie alles in so einem Rosaton und oder Violettton, und wir könnten das alles mehr in die Farbe machen. So wirkt es mir jetzt sehr, weil jetzt Lieblingsfarbe rot und nicht rosa, aber ja, das passt schon. Es gibt ja diese Pfirsichfarbe, aber das ist definitiv nicht das, was ich hier eigentlich gern gehabt hätte. Genau, hier verkleinern wir jetzt die Küche ein bisschen, weil die ist ja auch schon ziemlich groß. So groß braucht man sie eigentlich nicht. Genau, dann kommen die Inseltheken so ein bisschen mehr nach in den Raum hinein. Und ja, verabschieden uns von der Popcornmaschine. Die braucht es auch nicht unbedingt. Und genau, dann hat aber auch der Esstisch ein bisschen mehr Platz. Das war auch dafür gedacht, weil der Esstisch da irgendwie so ein bisschen in der Ecke drin stand, gar nicht wirklich Platz zum Atmen hatte, wenn man das so sagen möchte. Und so haben wir jetzt Platz für einen größeren Esstisch auch. Ich meine, die Sims sind nur zu zweit, noch, möchte ich betonen, noch. Aber trotzdem, ja, wirkt es sich, fühlt es sich komisch an, fühlt sich falsch an, wenn wir hier nur so einen kleinen Esstisch haben, weil sie halt eben begeisterte Gastgeber sind, weil sie gern Partys feiern, gern Leute einladen. Gerade so Gala-Abendessen oder sowas, die könnte ich mir vor allem gut für Violet vorstellen. Wo sie ja gar nicht die Köchin ist, das wäre dann eher Armin. Sie ist halt einfach so die begeisterte Gastgeberin. Armin würde für das Essen sorgen und ja, so stelle ich mir das vor. Violet ist dann wahrscheinlich eher die, die trinkt. Sie ist ja auch eine Meerjungfrau, die braucht auch Wasser. Deswegen trinkt sie natürlich. Und hier haben wir auch Platz für die Futternäpfe, denn nicht nur die beiden Sims leben hier, sondern auch noch Cleo oder Cleopatra, die Katze von den beiden. Eine Wohnungskatze, die hier sehr glücklich ist und immer was zu tun hat. Und deswegen hat sie da auch ein paar Futternäpfe. Bei Sims mit mehr Geld packe ich da immer irgendwie zwei Futternäpfe hin. Man kann ja so tun, als wäre eins davon ein entweder ein Wassernapf oder ein Napf für so Nassfutter, weil irgendwie ist das ja immer nur so Trockenfutter. Obwohl ich gelernt habe, dass Trockenfutter für Katzen super ungesund ist, was ich auch bis vor kurzem gar nicht wusste. Das ist auch so Dinge, die irgendwie für alle selbstverständlich ist. So, ja, man gibt seiner Katze Trockenfutter und dann ist das eigentlich total schlecht. Jedenfalls, deswegen stelle ich ja immer mal wieder so zwei Näpfe hin, weil ich mir denke, ja, warum nicht? Kann man ja mal machen, wenn man viel Platz hat. Und auch hier die Sofas finde ich sehr passend für den Haushalt, für das Apartment. Aber auch das halt wieder in Rot. Das wäre ein richtig cooles Apartment, wenn wir hier... Also ich würde die Vorhänge in Rosa machen, die Sofas in so einem schönen Violettton, in so einem sehr, sehr satten Violettton. Und ich glaube, das würde super gut zusammen aussehen, aber die Option habe ich ja leider nicht, das so zu gestalten, wie ich möchte. Ich habe ja schon in Sims 3 das Apartment farblich so gestaltet, wie ich will, und in Sims 4 arbeiten wir einfach mit dem, was wir haben. Komplementiert werden diese kräftigen Rottöne dann eben mit sehr viel Weiß, also halt wirklich gerade mit viel Weiß, gar nicht so viel Schwarz, sondern wirklich alles sehr hell gehalten. So ein paar helle Holztöne, aber halt eben auch weißes Holz. Dann haben wir diesen schicken Kronleuchter noch. Also haben viele Sachen auch aus
Dingens genutzt aus Werde berühmt. Ja. Ich find diese Namen für Sims 4 Pack so unintuitiv, dass ich die halt auch einfach nicht weiß. Bei Sims 3 kann ich jede Erweiterung im Schlaf ansagen wahrscheinlich und bei Sims 4 wirkt das alles so komplett falsch. Keine Ahnung. Hier habe ich erst eine große Tanzfläche platziert, weil ich mir dachte, ne, Partys feiern, dann kann man hier auch tanzen. Aber am Ende fand ich es einfach schade, dass sie so anders aussieht als der Rest des Bodens und da so deplatziert wirkt. Und habe mich dann gegen so eine Tanzfläche entschieden. Man kann ja auch so einfach da tanzen. Auch hier oben der Treppenaufgang ist richtig schön. Am Ende gibt es da Screenshots dazu mit dem... Mit der Lampe, die ich da platziert habe und generell, wie das so für zwei Etagen sieht, sieht ziemlich cool aus. Hier habe ich erstmal so ein paar Objekte platziert, die ich gern hier in dem Apartment haben möchte. Und um das Ganze durch den Kataloggesuche euch zu ersparen, habe ich da eben das rausgeskippt. Und ihr seht halt eben nur die einzelnen Objekte, die ich einfach platziert habe und die ich so nach und nach auf dem oder in dem Apartment verteile, wo wir halt gucken, wo die ganzen Sachen am besten hinpassen. Ein paar Sachen kommen hier in den Raum, ein paar Sachen kommen in ganz andere Räume, sogar in die obere Etage. Und ja, da schauen wir einfach nach und nach. Hier sind wir jetzt im Büro angelangt, das ist halt eben auch im Erdgeschoss. Oder was heißt im Erdgeschoss? Das ist ja ziemlich weit oben im Apartment, aber für das Apartment selbst ist das quasi das Erdgeschoss, das untere Geschoss. Und dann haben wir eben noch ein Obergeschoss. Wir haben hier zum einen schicken Schreibtisch, der auch so schön verziert ist und alles, wo Violet ihre Bücher schreiben kann, wo Armin irgendwie auch seine Arbeit machen kann, wobei man das in Sims 4 ja gar nicht wirklich muss in der Polizeikarriere. Deswegen erübrigt sich das auch so ein bisschen und das ist vor allem auch Violets Atelier, wo sie malen kann, wo sie eben ihre Staffelei hat und eine ganze Menge Bilder, die sie quasi schon gemalt hat. Tun wir einfach mal so, als hätte sie die alle schon gemalt. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ort und ich meine, die Staffelei steht direkt vor dem Fenster, also einen wunderschönen Blick auf San Myshuno und gibt, denke ich mal, sehr viel Inspiration her für die Bilder, die sie hier so malen möchte. Und deswegen habe ich ja auch noch eine ganze Menge Bilder aufgehängt. Vielleicht sind auch das Inspirationen, vielleicht sind das ja auch Bilder von jemand anderem, den sie irgendwie gekauft hat, die sie auch irgendwie inspirieren für ihre eigene Kunst. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil eigentlich ist Violet ja nicht hauptberuflich Malerin, sondern ist eher so ein Hobby von ihr, neben ihrem eigentlichen Beruf. Und deswegen weiß ich nicht, vielleicht hat sie auch noch nicht so viele Bilder gemalt. Hier haben wir so einen kleinen Raumteiler. Ich finde, der macht sich ja auch sehr gut, um das Ganze nochmal ein bisschen abzutrennen, um auch diesem Wohnbereich nochmal so ein bisschen Privatsphäre zu geben. Auch wenn das im ersten Moment ein bisschen albern wirkt, so warum braucht der Wohnbereich Privatsphäre, aber ja, macht den Bereich vielleicht so ein bisschen gemütlicher. Ich mag auf jeden Fall, dass der Treppenaufgang so ein bisschen offen ist, weil der ist ja nicht nur für die Treppe selbst, ist da so diese Aussparung, sondern ist halt auch an sich ein bisschen größer und so wirkt das halt direkt viel, viel edler. Als wäre man hier nicht in einem Apartment, sondern schon fast in einer kleinen Villa mit einem richtig großen Treppenaufgang und alles luxuriöse Einrichtung. Also dafür, dass wir halt hier nur in einem Apartment sind, fühlt sich das wirklich sehr edel an, finde ich. Und hier unten haben wir das Badezimmer, also das ist halt so das Gästebadezimmer. Klar, direkt wenn man reinkommt oder wenn man hier halt eben auf einer Party ist, kann man hier in das Badezimmer gehen und es ist halt eben auch das Badezimmer im Erdgeschoss. Hier halten sich die Sims ja auch viel auf, gerade irgendwie, wenn Violet im Büro ist, wo sie ja die meiste Zeit verbringt, wenn sie nicht irgendwie gerade am Klavier ist, da ist sie eigentlich meistens irgendwie im Büro, also halt eben im Erdgeschoss. Und hier haben wir ein, ja, so ein türkis-grünes Thema, ein Farbthema. Und ja, auf jeden Fall sehr erfrischend. Und der das Waschbecken kommt dann noch an die schräge Wand. Das macht sich ganz gut. Ist irgendwie auch manchmal so eine Herausforderung. Ich
habe ja schon große Badezimmer hier teilweise und trotzdem passt irgendwie dann nicht alles rein, weil man sich denkt so, ah ja, aber das geht nur dahin. Und dann haben wir hier ja auch wieder diese riesigen Fenster. Die nehmen wirklich so viel Platz weg, das glaubt man gar nicht. Und dann fragt man sich noch, wo man das alles reinbringen will. Und hier wollte ich zum Beispiel noch eine Dusche mit reinbringen. Und dachte mir, ah nein, das geht aber doch gar nicht. Und das ist irgendwie voll die komische Aufteilung jetzt mit der Toilette direkt neben der Dusche. Das wirkt da so reingezwängt, als ob man gar keinen wirklichen Platz dafür hätte. Und das ändert sich alles gleich noch so ein bisschen. Weil, wie gesagt, die Waschbecken jetzt hier an die Stelle kommen. Da haben wir auf jeden Fall ein ganzes Stück mehr Platz für alles. Das passt da viel, viel besser hin. Dann kann die Toilette eben auf die andere Seite. Die Dusche bekommt da so ihren eigenen Bereich. Und ihr seht, was das alles so macht, wenn man da so ein bisschen das verschiebt, ein bisschen umverteilt. Genau, der Vorhang kommt dann an eine andere Stelle, weil der eher so vor der Badewanne ist. Zum einen halt eben ist es ganz cool, von der Badewanne aus so nach unten gucken zu können. Zum anderen, vielleicht will man das aber auch zuziehen. Deswegen habe ich das so mal davor gepackt. Und wir haben ja auch diesen edlen, ich würde schon sagen, Marmorboden im Badezimmer. Dann die grünen Fliesen, die das Türkisblau noch so ein bisschen unterstreichen. Und dann haben wir diesen süßen Lama-Teppich. Ja, passt farblich natürlich auch sehr gut hier rein und nimmt auch wieder so ein bisschen was von diesem super edlen weg, weil ein Lama-Teppich ist halt süß und nicht super edel. So. Ist halt, obwohl, ich meine, man könnte auch sagen, es ist vielleicht ein Designer-Teppich, wenn es irgendeine Marke gibt quasi, die irgendwie das Lama als Design hat, dann ist das ja im Prinzip auch einfach nur so ein Markendesign und dann wäre das ja auch wieder so ein richtiges Designer-Ding. Ja, in jedem Fall sieht es aber irgendwie ganz cool aus. Und dann hier bei dem Treppenaufgang haben wir natürlich auch wieder für eine Menge Licht gesorgt. Generell, damit das alles so ein bisschen gut beleuchtet ist. Ich habe auch an mehreren Stellen halt eben diese kleinen Deckenlichter behalten, weil es an sich einfach nicht hell genug war. Und ich finde, gerade in diesem Apartment sollte schon alles hell sein. Es wäre irgendwie eigenartig, wenn dann so Bereiche eher dunkler sind. Das ist ein sehr, sehr helles Apartment hier und dann sollte es auch gut ausgeleuchtet sein. Wir haben natürlich hier so einen begehbaren Kleiderschrankbereich. Ich habe jetzt nicht so einen extra Raum dafür gemacht, sondern gedacht, das kann ruhig in einem Raum sein. Wir haben sogar einen kleinen Schminktisch hier. Und erst wollte ich das Ganze ein bisschen heller machen und dann habe ich das aber umgeändert, um für ein bisschen mehr Kontrast zu sorgen. Gerade auch mit dem Bett hier, denn ich dachte mir dann, vielleicht können wir doch wenigstens im Schlafzimmer so ein bisschen in die violette Richtung gehen, weil es halt eben auch besser zur Weile passt oder rosa-violett. Und dementsprechend haben wir dann dieses Bett hier gewählt und das ist eben schwarz und weiß und deswegen habe ich dann hier auch den begehbaren Kleiderschrank und Schminktisch mehr so in eine schwarz-weiß Richtung geändert, weil es halt eben besser zusammenpasst, besser harmoniert. Wir haben ja eine schöne violette Wand, glaube ich, oder es ist vielleicht auch nur eine beigefarbene Wand, ich weiß das nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall schönen, weichen, beigefarbenen Teppich hier. Den stelle ich mir auch immer sehr, sehr gemütlich vor. Also wenn ich Teppich wähle, dann stelle ich mir aber vor, dass der super weich und angenehm ist. Und die Bilder haben mir irgendwie nicht ganz so zugesagt, weil ich mir die ganze Zeit so dachte, so, ja, an sich schön, gerade auch das hier mit dem blauen Kleid, das könnte schon fast einfach Violet selbst sein, wie sie da so irgendein professionelles Shooting hatte. Aber es passte farblich einfach überhaupt nicht rein. Deswegen haben wir am Ende ein anderes Bild da genommen. Aber noch dachte ich mir die ganze Zeit, oh, ich will aber dieses Bild nehmen, aber es passt ja nicht rein. Aber ich möchte es nutzen, aber es passt nicht rein. Und ja, habe da so ein bisschen Probleme gehabt, mich von diesem Bild zu lösen. Genau, hier oben haben wir quasi diesen begehbaren Kleiderschrank noch ein bisschen größer gemacht, weil da ist ja noch nicht genug Stauraum. Es sind da noch so ein paar Schränke drüber. Und dann dachte ich mir, hey, ich kann ja auch einfach hier in den Flur diese schönen Bilder hinhängen. Und hier haben wir dann stattdessen so ein Bild hingehängt, das auch sehr gut reinpasst, was eben schwarz-weiß ist und damit gut in den Raum passt. Und ja, wo ich halt eben nicht so das Problem habe, aber trotzdem das Bild auch an anderer Stelle aufhängen konnte. Ich finde, das wirkt richtig gut im Flur.
Und hier haben wir dann das Gästezimmer. Gerade eben für, wenn irgendwie ein Sim übernachten möchte. Oder halt eben später als Kinderzimmer. Das wird auch ein riesiges und überverwöhntes Kinderzimmer sein. Allein schon der ganze Platz, den es hier geben wird. Ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass hier dann das Kind so ein richtiges Himmelbett haben wird, sobald es irgendwie ein Schulkind ist. Und ja, auch ganz viele Spielsachen in dem Raum rumstehen werden. So stelle ich mir irgendwie die Kinderzimmer von Violet und Armin vor. Dass das Kind natürlich trotzdem nicht einfach nur verwöhnt wird, aber es halt einfach sehr viele Spielsachen hat. Es muss ja dann deswegen nicht irgendwie total anstrengend sonst erzogen werden, dass irgendwie, dass ihm nichts verboten wird oder sowas und dass irgendwie alles machen darf oder sowas. So muss das ja nicht sein. So stelle ich mir die beiden auch nicht vor. Also ich stelle mir schon vor, dass sie sehr liebevolle Eltern sind, aber eher so, dass sie schon dann auch mal streng sein können und sagen können, so, nee, so aber nicht. Aber sie trotzdem halt eben mit materiellen Sachen überschütten möchten und so. Oder halt ganz viel Spielzeug kaufen möchten. Das, keine Ahnung. Also es muss ja, keine Ahnung, Eltern müssen ja nicht perfekt sein, aber geben ihr Bestes. Und ja, zum Beispiel gerade so Schränke, wenn man so mehrere nebeneinander stellt, dann muss man irgendwie die immer nochmal extra ausbeleuchten, weil die sonst so ungleichmäßig beleuchtet sind und dann haben die unterschiedliche Farben und auch wieder so eine ganze Sache. Und das Gästezimmer hier ist sehr pastellfarben. Also wir haben hier so ein Rosa, wir haben einen Mint-Ton und auch wieder diese riesigen Fenster. Ich meine, eine Wand dieses Raumes besteht aus Fenstern. Das ist so viel. Keine Ahnung. Ich finde das so krass. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, in so einem Apartment zu leben, was zu so viel Prozent aus Fenstern besteht. Wo quasi die ganze Außenwand Fenster ist. Ich weiß, ich finde das schon immer in einem Hotelzimmer krass, wenn da irgendwie so große Fenster sind, aber auch da ist es nie so viel, dass wirklich die ganze Wand ist. Da ist immerhin wenigstens noch so unten so ein Bereich, so wie so ein Fensterbrett noch. Das ist so das Maximum, was ich bisher erlebt habe, dass man noch so wie so eine Art Fensterbrett hat und der ganze Rest ist Glas, aber so wirklich die ganze Wand ist schon krass. Und es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Hotelzimmer, ne? Das Gästezimmer, aber es ist ja auch für Gäste gedacht. Ist ja nicht für Violet und Armin selbst gedacht. Und ja, dann haben wir noch dieses schöne große Licht im Flur, wie ihr das eben so ein bisschen gesehen habt. Also ich finde, der Flur wirkt richtig cool. Hier sehen wir jetzt im Fitnessraum, hier haben wir alle möglichen Fitnessgeräte, also eins für die Kraft, eins für die Ausdauer und eins gegen die Aggression, keine Ahnung, den Boxsack. Ist ja auch ganz cool. Ich weiß ja nicht, ich meine, Laufband ist eher für Ausdauer. Die Trainingsmaschine ist ja eher für Krafttraining. Und ich weiß jetzt nicht, wofür der Boxsack so genau ist. Außer, dass es halt lustig ist, einen Boxsack zu haben. Aber keine Ahnung, weil der ist ja... Naja, ich kenne mich damit ja wirklich nicht aus. Und auch der Fitnessraum hier ist eher in einem Rot gehalten, aber... hauptsächlich durch die Trainingsgeräte und auch durch der Teppich, der hier am Ende stehen wird. Also der Teppich, den wir eben schon hatten, dieser rote Teppich, der wird da, soweit ich weiß, wiederkommen. Weil der, den wir aktuell haben, der ist halt auch wirklich nicht so gut, wie ich finde. Dann haben wir hier noch so ein kleines Regal. Auch mit ein bisschen Rot. Fand ich ganz gut. Und... ja, diese Regale gestalte ich immer unglaublich gerne, stelle da immer so Sachen rein. Und natürlich musste ich das Apartment in zwei Teilen hochladen. Also ihr habt einmal die untere Etage und dann die obere Etage. Es steht auch nochmal alles in der Videobeschreibung drin, wie das Apartment heißt, wo ihr das platzieren müsst. Aber ich habe es ja auch am Anfang des Videos schon gesagt, deswegen sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Ich sollte natürlich wie immer Move Objects On platzieren, damit auch alle Objekte platziert werden, die ich hier platziert habe. Das macht schon einen Unterschied. Ich habe letztens irgendwie ein Grundstück platziert, einfach nur mal so, um es anzugucken, und habe da schon bemerkt, dass da ein paar Objekte gefehlt haben.
weil ich Move Objects vorher nicht aktiviert habe. Hier sind wir jetzt in meiner Meinung nach schönstem Badezimmer. Nicht nur von diesem Apartment, sondern generell seit einer langen Zeit. Ich habe schon lange kein so schönes Badezimmer gemacht. Es liegt zum einen daran, dass es halt eben sehr bunt ist. Also wir haben zum einen eben diese schönen Waschbecken, die ihr gerade seht. Und dann haben wir auch diese Schwanenbadewanne, die richtig toll ist. Und ja, ist einfach sehr, sehr luxuriös, das Badezimmer hier. Das ist quasi das private Badezimmer von Violet und Ermin. Weder für Gäste noch für übernachtende Gäste. Also ja, es ist nicht für Gäste gedacht, sondern eben nur für die beiden. Zugänglich nur durch ihr Schlafzimmer. Und auch mit dieser schönen, mit diesem Raumteiler hier, der ja schon fast wie so ein zweites Vorhangselement dient. Ja, also der Raum ist einfach so schön geworden, meiner Meinung nach. So bunt irgendwie auch. Durch diese Raumteile, durch die Schwanentoilette, durch die Waschbecken. Und das passt sehr gut alles zusammen. Ich wollte auch die ganze Zeit unbedingt diese Toilette da behalten, aber musste dann irgendwann einsehen, nope, die passt von der Farbe her einfach überhaupt nicht hier rein. Ich habe sie dann aber in das dritte Badezimmer reingepackt, sodass sie nicht ganz verloren gegangen ist. Aber ja, in diesem Badezimmer hier passt sie einfach farblich nicht rein. Das ist einfach das falsche Blau und dieses Orange-Rot passt auch nicht zu dem Gold, den wir sonst im Rest haben. Und ja, hat aber ein bisschen gedauert, bis ich das akzeptieren konnte. Ja. Hier haben wir dann, ach ja genau, hier haben wir noch die Katzentoilette quasi. weil wir natürlich auch für Cleo sorgen müssen. Und wir haben dann noch eine Waschmaschine und Trockner platziert. Ich habe dann allerdings bemerkt, als ich auch die ganzen Screenshots gemacht habe und dadurch natürlich ein bisschen mit den Sims gespielt habe, dass ich vergessen habe, einen Wäschekorb zu platzieren. Den platziere ich aber dann noch, bevor ich das Apartment hochlade. Also sollte bei euch im Spiel sein, nur jetzt irgendwie beim Bauen habe ich da nicht dran gedacht. Ich vergesse auch so oft diese ganzen Wäschesachen. Das mache ich auch in Sims 3 immer und in Sims 4 ist das nicht wirklich besser. Das sind so Sachen, da passiert das mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich glaube, das eine Badezimmer habe ich gar nicht aufgenommen, ne? Das dritte Badezimmer. Das seht ihr aber in den Screenshots. Hier sehen wir erstmal in diesem großen, weiten Gemeinschaftsbereich. Ihr seht, genau, so ein Teil der Aufnahme ist, glaube ich, verloren gegangen. Wir haben hier zum Beispiel diese Bar. Dann haben wir statt der Tanzfläche diesen schönen, ja, dieses schöne Bodentattoo, schon fast, würde ich sagen. Dann haben wir da so eine richtig süße Katzenspielecke im Wohnbereich. Hier das Büro, auch mit so einer Pflanzwand. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es sind so ein paar Aufnahmen verloren gegangen, aber ja. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, zwischendrin irgendwie die Aufnahme pausiert und dann habe ich vergessen, sie wieder zu starten. Das ist immer so ein Problem. Ich möchte irgendwie mir die Schneiderarbeit verringern. Gleichzeitig sorge ich aber auch dafür, dass ich, also gleichzeitig vergesse ich dann aber auch so ein paar Sachen und dann, ja, passiert sowas halt, wie dass ich irgendwie den ganzen Raum nicht aufgenommen habe. Aber ihr seht ja hier in den Screenshots, wie die ganzen Räume aussehen. Wie gesagt, ihr könnt das Apartment herunterladen. Hier haben wir das Badezimmer, was noch gefehlt hat, was ich euch nicht gezeigt habe. Da haben wir die bunte Toilette, ansonsten sehr schwarz-weiß. Hier ist das Gäste-Schlafzimmer, sehr hell, sehr pastellfarben. Und dann das doch eher kräftigere Schlafzimmer von Violet und Ermin mit schwarz-weiß und violett. Und dann noch das richtig, richtig coole Badezimmer als letztes. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Apartment hier gefallen. Wenn ja, schreibt mir gerne einen Kommentar. Das würde mich freuen, das zu hören. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem nächsten Video von mir wieder. Ciao!